Manchmal handeln wir, gehen aus und ein, tun dies und das. Und es ist alles leicht, unbeschwert und gleichsam unverbindlich. Es könnte scheinbar alles auch anders sein. Und manchmal zu anderen Stunden könnte nichts anders sein. Ist nichts unverbindlich und leicht. Und jeder Atemzug, den wir tun, ist von Gewalten bestimmt. Und schwer von Schicksal. Die Taten unseres Lebens, die wir die Guten nennen und von denen zu erzählen uns leicht fällt, sind fast alle von jener ersten leichten Art. Und wir vergessen sie leicht. Andere Taten, von denen zu sprechen uns Mühe macht, vergessen wir nie mehr. Sie sind gewissermaßen mehr unser als andere. Und ihre Schatten fallen lang über alle Tage unseres Lebens. Als ich 11 Jahre alt war, kam ich eines Tages von der Schule her nach Hause. An einem von den Tagen, wo Schicksal in den Ecken lauert, wo leicht etwas passiert. An diesen Tagen scheint jede Unordnung und Störung der eigenen Seele sich in unserer Umwelt zu spiegeln und sie zu entstellen. Unbehagen und Angst beklemmen unser Herz. Und wir suchen und finden ihre vermeintlichen Ursachen außer uns. Sehen die Welt schlecht eingerichtet und stoßen überall auf Widerstände. Ähnlich war es an jenem Tage. Von früh an bedrückte mich, wer weiß woher, vielleicht aus Träumen der Nacht, ein Gefühl wie schlechtes Gewissen, obwohl ich nichts Besonderes begangen hatte. Meines Vaters Gesicht hatte am Morgen einen leidenden und vorwurfsvollen Ausdruck gehabt. Die Frühstücksmilch war lau und fad gewesen. In der Schule war ich zwar nicht in Nöte geraten, aber es hatte alles wieder einmal trostlos, tot und entmutigend geschmeckt und hatte sich vereinigt zu jenem mir schon bekannten Gefühl der Ohnmacht und Verzweiflung, das uns sagt, dass die Zeit endlos sei, dass wir ewig klein und machtlos und im Zwang dieser blöden, stinkenden Schule bleiben werden. Jahre und Jahre. Und dass dies ganze Leben sinnlos und widerwärtig sei. Auch über meinen derzeitigen Freund hatte ich mich heute geärgert. Ich hatte seit kurzem eine Freundschaft mit Oskar Weber, dem Sohn eines Lokomotivführers, ohne recht zu wissen, was mich zu ihm zog. Er hatte neulich damit geprahlt, dass sein Vater 7 Mark im Tag verdiene. Und ich hatte aufs Geratewohl erwidert, der meine verdiene 14. Dass er sich dadurch hatte imponieren lassen, ohne Einwände zu machen, war der Anfang der Sache gewesen. Was mich zu ihm hinzog, war nicht seine Person, sondern etwas anderes. Ich könnte sagen, sein Stand. Es war etwas, das er mit fast allen Buben von seiner Art und Herkunft teilte. Eine gewisse freche Lebenskunst, ein dickes Fell gegen Gefahr und Demütigung. Eine Vertrautheit mit den kleinen praktischen Angelegenheiten des Lebens, mit Geld, mit Kaufläden und Werkstätten, Waren und Preisen, mit Küche und Wäsche und dergleichen. Solche Knaben wie Weber, denen die Schläge in der Schule nicht weh zu tun schienen und die mit Knechten, Fuhrleuten und Fabrikmädchen verwandt und befreundet waren, die standen anders und gesicherter in der Welt als ich. Sie waren gleichsam Erwachsener. Sie wussten, wie viel ihr Vater im Tag verdiene und wussten ohne Zweifel auch sonst noch vieles, worin ich unerfahren war. Sie lachten über Ausdrücke und Witze, die ich nicht verstand. Sie konnten überhaupt auf eine Weise lachen, die mir versagt war. Auf eine dreckige und rohe, aber unleugbar erwachsene und männliche Weise. Es half nichts, dass man besser als sie gekleidet, gekämmt und gewaschen war. Im Gegenteil. Eben diese Unterschiede kamen ihnen zugute. In die Welt, wie sie mir in Dämmerschein und Abenteuerschein vorschwebte, schienen mir solche Knaben wie Weber ganz ohne Schwierigkeiten eingehen zu können. Während mir die Welt so sehr verschlossen war und jedes ihrer Tore durch unendliches Älterwerden, Schule sitzen, durch Prüfungen und Erzogenwerden
mühsam erobert werden musste. Natürlich fanden solche Knaben auch Hufeisen, Geld und Stücke Blei auf der Straße, bekamen Lohn für Besorgung, kriegten in Läden allerlei geschenkt und gediehen auf jede Weise. Überhaupt, das Leben schmeckte an jenem Tage wieder einmal hoffnungslos fade. Der Tag hatte etwas von einem Montag an sich, obwohl er ein Samstag war. Er roch nach Montag, dreimal so lang und dreimal so öde als die anderen Tage. Verdammt und widerwärtig war dies Leben. Verlogen und ekelhaft war es. Die Erwachsenen taten, als sei die Welt vollkommen und als seien sie selber Halbgötter. Wir Knaben aber nichts als Auswurf und Abschaum. Sofern mir die Kindheit steht und so unbegreiflich und märchenhaft sie mir im Ganzen erscheint, so ist mir doch alles genau erinnerlich, was schon damals, mitten im Glück, in mir an Leid und Zwiespalt vorhanden war. Alle diese Gefühle waren damals im Herzen des Kindes schon dieselben, wie sie es immer blieben. Zweifel am eigenen Wert, Schwanken zwischen Selbstschätzung und Mutlosigkeit, zwischen weltverachtender Idealität und gewöhnlicher Sinneslust. Und wie damals, so sah ich auch 100-mal später noch in diesen Zügen meines Wesens bald verächtliche Krankheit, bald Auszeichnung. Habe zu Zeiten den Glauben, dass mich Gott auf diesem qualvollen Wege zu besonderer Vereinsamung und Vertiefung führen wolle. Und finde zu anderen Zeiten wieder in alledem nichts als die Zeichen einer schäbigen Charakterschwäche, einer Neurose, wie Tausende sie mühsam durchs Leben schleppen. Wenn ich alle die Gefühle und ihren qualvollen Widerstreit auf ein Grundgefühl zurückführen und mit einem einzigen Namen bezeichnen sollte, so wüsste ich kein anderes Wort als Angst. Angst war es. Angst und Unsicherheit, was ich in allen jenen Stunden des gestörten Kinderglücks empfand. Angst vor Strafe, Angst vor dem eigenen Gewissen, Angst vor Regungen meiner Seele, die ich als verboten und verbrecherisch empfand. Ich spürte, es ist heute der Teufel los, es wird etwas passieren. Ich spürte es, wie das Barometer einen veränderten Luftdruck spürt, mit rettungsloser Passivität. Ach, nun war es wieder da, dies Unsägliche. Der Dämon schlich durchs Haus. Erbsünde nagte am Herzen. Riesig und unsichtbar stand hinter jeder Wand ein Geist, ein Vater und Richter. Meine Mutter war nicht im Wohnzimmer und in der Küche war nur die Magd. Ich beschloss, zum Vater hinaufzugehen, zu dessen Studierzimmer eine schmale Treppe hinaufführte. Wenn ich auch Furcht vor ihm hatte, zuweilen war es doch gut, sich an ihn zu wenden, dem man so viel abzubitten hatte. Bei der Mutter war es einfacher und leichter, Trost zu finden. Beim Vater aber war der Trost wertvoller. Er bedeutete einen Frieden mit dem richtenden Gewissen, eine Versöhnung und ein neues Bündnis mit den guten Mächten. Über diese Stufen hatten viele wichtige Gänge mich geführt. Angst und Gewissensqual hatte ich 100-mal dorthin aufgeschleppt, trotz und wilden Zorn. Und nicht selten hatte ich Erlösung und neue Sicherheit zurückgebracht. Unten in unserer Wohnung waren Mutter und Kind zu Hause. Dort wehte harmlose Luft. Hier oben wohnten Macht und Geist. Hier waren Gericht und Tempel und das Reich des Vaters. Mehrmals schon hatte ich heimlich in des Vaters Abwesenheit mich in seine beiden Zimmer geschlichen, hatte sein geheimes Reich belauscht und erforscht und hatte zweimal auch etwas daraus entwendet. Die Erinnerung daran war alsbald da und erfüllte mich, und ich wusste sofort, jetzt war das Unglück da, jetzt passiert etwas, jetzt tat ich Verbotenes und Böses. Kein Gedanke an Flucht. Vielmehr, ich dachte wohl daran, dachte sehnlich und inbrünstig daran, davonzulaufen, die Treppe hinab und in mein Stübchen oder in den Garten. Aber ich wusste, ich werde das doch nicht tun, nicht tun können. Innig wünschte ich, mein Vater möchte sich im Nebenzimmer rühren
und hereintreten und den ganzen grauenvollen Bann durchbrechen, der mich dämonisch zog und fesselte. O, käme er doch. Käme er doch. Scheltend meinetwegen. Aber käme er nur, ehe es zu spät ist. Papa? Es geht uns und den Kindern Gott sei Dank recht gut. Ich atmete die väterliche Luft in dem kühlen, hellen Zimmer ein. Und das Bild des Vaters stieg deutlich vor mir auf. Ehrfurcht und Auflehnung stritten in meinem beladenen Herzen. Für Augenblicke hasste ich ihn und erinnerte mich seiner mit Bosheit und Schadenfreude, wie er zuweilen an Kopfwehtagen still und flach in seinem niederen Feldbett lag, sehr lang und gestreckt, ein nasses Tuch über der Stirn, manchmal seufzend. Ich ahnte wohl, dass auch er, der Gewaltige, kein leichtes Leben habe. Dass auch ihm, dem Ehrwürdigen, Zweifel an sich selbst und Bangigkeit nicht unbekannt waren. Schon war mein seltsamer Hass verflogen. Mitleid und Rührung folgten ihm. Nun war das Elend da. Ich hätte mir die Hand abhauen lassen, wenn dafür meine Feigen wieder oben in der Kommode gelegen hätten. Ich beschloss, sie fortzuwerfen, sie mit in die Schule zu nehmen und zu verschenken. Nur, dass sie wegkämen, dass ich sie nie wieder sehen müsste. Du siehst heute schlecht aus. Ich sah auf meinen Teller und fühlte seine Blicke auf meinem Gesicht. Nun würde er es merken. Er merkte ja alles, immer. Warum quälte er mich vorher noch? Mochte er mich lieber gleich abführen und meinetwegen totschlagen? Fehlt dir etwas? Ich habe Kopfweh. Du musst dich nach Tisch ein wenig hinlegen. Wie viele Stunden habt ihr heute Nachmittag? Bloß Turnen. Nun, Turnen wird dir nicht schaden. Aber iss auch. Erzwing dich ein bisschen. Es wird schon vergehen. Der Morgen hatte nicht gelogen. Alle Anzeichen hatten recht gehabt. Es war ein Unglückstag geworden. Der schlimmste, den ich je erlebt hatte. Schlimmeres konnte kein Mensch ertragen. Wenn noch Schlimmeres über einen kam, dann musste man sich das Leben nehmen. Man müsste Gift haben. Das war das Beste. Oder sich hängen. Es war überhaupt besser, tot zu sein, als zu leben. Es war ja alles so falsch und hässlich.
Diese Zeit zwischen Mittagessen und Schulbeginn war an solchen Tagen wie heute immer misslich und schwer herumzubringen. An guten Tagen war es eine schöne und erwünschte Stunde. Ich las dann oder lief sofort nach Tische wieder auf den Schulplatz, wo ich immer einige unternehmungslustige Kameraden traf, und dann spielten wir, schrien und rannten und erhitzten uns, bis der Glockenschlag uns in die völlig vergessene Wirklichkeit zurückrief. Aber an Tagen wie heute, mit wem wollte man da spielen und wie die Teufel in der Brust betäuben? Ich sah es kommen. Noch nicht heute, aber nächstes Mal, vielleicht bald. Da würde mein Schicksal vollends zum Ausbruch kommen. Es fehlte ja nur noch eine Kleinigkeit, eine winzige Kleinigkeit mehr an Angst und Leid und Ratlosigkeit. Dann lief es über, dann musste es ein Ende mit Schrecken nehmen. Ich hatte gestohlen. Und jeden Augenblick konnte das Verbrechen entdeckt werden. Vielleicht war es schon soweit. Vielleicht hatte mein Vater droben schon jene Schublade gezogen und stand vor meiner Schandtat, beleidigt und erzürnt, und überlegte sich, auf welche Art mir der Prozess zu machen sei. Eines Tages, an gerade so einem Tag wie heute, würde ich vollends im Bösen untersinken. Ich würde in Trotz und Wut und wegen der sinnlosen Unerträglichkeit dieses Lebens etwas Grässliches und Entscheidendes tun. Etwas Grässliches, aber Befreiendes, das der Angst und Quälerei ein Ende machte für immer. Ach, er war möglicherweise schon unterwegs zu mir. Und wenn ich nicht sofort entfloh, hatte ich in der nächsten Minute schon sein ernstes Gesicht vor mir. Denn er wusste natürlich sofort, dass ich der Dieb war. Es gab keine Verbrecher in unserem Hause außer mir. Meine Schwestern taten nie so etwas, Gott weiß warum. Aber wozu brauchte mein Vater da in seiner Kommode solche Feigenkränze verborgen zu haben? Es war 2 Uhr und ich schreckte aus den Traumängsten in die der Wirklichkeit zurück. Nun begann unsere Turnstunde. Und wenn ich auch auf Zauberflügeln fort und in die Turnhalle gestürzt wäre, ich wäre doch schon zu spät gekommen. Wieder Pech. Das gab übermorgen Aufruf, Schimpfworte und Strafe. Lieber ging ich gar nicht mehr hin. Es war doch nichts mehr gut zu machen. Vielleicht mit einer sehr guten, sehr feinen und glaubhaften Entschuldigung. Aber es wäre mir in diesem Augenblick keine eingefallen, so glänzend mich auch unsere Lehrer zum Lügen erzogen hatten. Ich war jetzt nicht imstande zu lügen, zu erfinden, zu konstruieren. Besser war es, vollends ganz aus der Stunde wegzubleiben. Was lag daran, ob jetzt zum großen Unglück noch ein kleines kam? Ich lief und war rastlos. Ich lief bergan und hoch bis zum Walde. Und vom Eichenberg nach der Hofmühle hinab, über den Steg und jenseits wieder bergauf und durch Wälder hinan. Hier hatten wir unser letztes Indianerlager gehabt. Hier hatte letztes Jahr, als der Vater auf Reisen war, unsere Mutter mit uns Kindern Ostern gefeiert und im Wald und Moos die Eier für uns versteckt. Hier hatte ich einst mit meinen Vettern in den Ferien eine Burg gebaut. Sie stand noch halb. Überall Reste von einstmals. Überall Spiegel, aus denen mir ein anderer entgegensah, als der ich heute war. War ich das alles gewesen? So lustig, so zufrieden, so dankbar, so kameradschaftlich, so zärtlich mit der Mutter, so ohne Angst, so unbegreiflich glücklich. War das ich gewesen? Und wie hatte ich so werden können, wie ich jetzt war? So anders, so ganz anders, so böse, so voll Angst, so zerstört. Alles war noch wie immer, Wald und Fluss, Farnkräuter und Blumen, Burg und Ameisenhaufen. Und doch alles wie vergiftet und verwüstet. Gab es denn gar keinen Weg zurück, dorthin, wo das Glück und die Unschuld war? Konnte es nie mehr werden, wie es gewesen war? Würde ich jemals wieder so lachen, so mit den Schwestern spielen, so nach Ostereiern suchen?
Ich lief und lief, den Schweiß auf der Stirn. Und hinter mir lief meine Schuld. Und lief groß und ungeheuer der Schatten meines Vaters als Verfolger mit. Ich wusste, es kamen öfter solche Sachen vor wie meine. Ein Onkel von mir hatte als Kind auch gestohlen und viel Sachen angestellt. Das hatte ich irgendwann einmal erlauscht, heimlich aus einem Gespräch der Eltern, heimlich, wie man alles Wissenswerte erlauschen musste. Doch das alles half mir nicht. Und wenn jener Onkel selber da wäre, er würde mir auch nicht helfen. Er war jetzt längst groß und erwachsen, er war Pastor und er würde zu den Erwachsenen halten und mich im Stich lassen. An mir vorbeiliefen Alleen, sanken Waldränder hinab. Auf einer Höhe machte ich Halt, abseits vom Weg. Unten sah ich Stadt und Fluss, sah die Turnhalle, wo jetzt die Stunde zu Ende war und die Buben auseinanderliefen, sah das lange Dach meines Vaterhauses. Dort war meines Vaters Schlafzimmer und die Schublade, in der die Feigen fehlten. Dort war mein kleines Zimmer. Dort würde, wenn ich zurückkam, das Gericht mich treffen. Aber wenn ich nicht zurückkam, ich wusste, dass ich zurückkommen werde. Man kam immer zurück. Jedes Mal. Es endete immer so. Ja, wenn ich nun nicht mehr heimkehren würde. Es könnte ja etwas passieren. Ich konnte den Hals brechen oder ertrinken oder unter die Eisenbahn kommen. Dann sah alles anders aus. Dann brachte man mich nach Hause und alles war still und erschrocken und weinte. Und ich tat allen leid. Und von den Feigen war nicht mehr die Rede. Ich wusste sehr gut, dass man sich selber das Leben nehmen konnte. Ich dachte auch, dass ich das wohl einmal tun würde. Später, wenn es einmal ganz schlimm kam. Gut wäre es gewesen, krank zu werden. Aber nicht bloß so mit Husten, sondern richtig todkrank, so wie damals, als ich Scharlachfieber hatte. Als ich wieder in die Stadt kam, bei der oberen Brücke und weit von unserem Hause, hatte die Dämmerung schon begonnen. Aus einem Kaufladen, hinter dessen Glastür schon Licht brannte, kam ein Knabe gelaufen, der blieb plötzlich stehen und rief mich mit Namen an. Es war Oskar Weber. Niemand konnte mir ungelegener kommen. Immerhin erfuhr ich von ihm, dass der Lehrer mein Fehlen in der Turnstunde nicht bemerkt habe. Aber wo ich denn gewesen sei? Ach, nirgends. Ich war nicht recht wohl. Lass mich in Ruhe, ich kann alleine heimgehen. So, ich kann gerade so gut allein gehen wie du, dummer Fratz. Ich bin ja nicht dein Pudel, dass du's weißt. Im anschwellenden Wortwechsel dicht nebeneinander trieben wir die dunkelnde Gasse hinab. Sound! Jetzt lass mich denn, Mensch. Und alles, was ich gegen mich selber an Wut und Verachtung empfand, kehrte sich gegen den unseligen Weber. Als er damit zu drohen begann, er werde mich dem Turnlehrer anzeigen, war es Wollust für mich. Er setzte sich ins Unrecht. Er wurde gemein. Er stärkte mich. Niemals vermochte ich in der Erinnerung das Ende dieses Kampfes wiederzufinden. Irgendeinmal war es aus. Irgendeinmal stand ich allein in der stillen Dunkelheit. Er kannte Straßenecken und Häuser, war nahe bei unserem Hause. Langsam floh der Rausch. Langsam hörte das Flügelbrausen und Donnern auf. Und Wirklichkeit drang stückweise vor meine Sinne. Zuerst nur vor die Augen. Da mit dem Duft von Stein und feuchter Kühle überströmte mich plötzlich Erinnerung, hundertfach. Oh Gott, es roch nach Strenge, nach Gesetz, nach Verantwortung, nach Vater und Gott. Ich hatte gestohlen. Ich war kein verwundeter Held, der vom Kampfe heimkehrte. Ich war kein armes Kind, das nach Hause findet und von der Mutter in Wärme und Mitleid gebettet wird. Ich war Dieb. Ich war Verbrecher. Auf mich wartete Schuld und Gericht.
Damals, im Treppenhaus, dessen viele Stufen ich unter Mühen erklomm, atmete ich, wie ich glaube, zum ersten Mal in meinem Leben für Augenblicke den kalten Äther, die Einsamkeit, das Schicksal. Ich sah keinen Ausweg, ich hatte keine Pläne, auch keine Angst. Nichts als das kalte, raue Gefühl, es muss sein. Gott sei Dank, da bist du. Ich sagte nichts und blickte niemand an. Mein Vater schwieg und beherrschte sich. Ich fühlte, wie zornig er war. Die Mutter nahm sich meiner an. Gesicht und Hände wurden mir gewaschen, Pflaster aufgeklebt. Dann bekam ich zu essen. Mitleid und Sorgfalt umgab mich. Ich saß still und tief beschämt, fühlte die Wärme und genoss sie mit schlechtem Gewissen. Dann ward ich zu Bett geschickt. Dem Vater gab ich die Hand, ohne ihn anzusehen. Und nun überkam mich ein furchtbares Gefühl von Enttäuschung. Ich merkte jetzt, dass ich seit dem Augenblick, wo ich unser Haus betreten hatte, ganz und gar von einem einzigen, sehnlichen, verzehrenden Wunsch erfüllt gewesen war. Ich hatte nichts anderes gedacht, gewünscht, ersehnt, als dass das Gewitter nun ausbrechen möge, dass das Gericht über mich ergehe, dass das Furchtbare zur Wirklichkeit werde und die entsetzliche Angst davor aufhöre. Ich war auf alles gefasst, zu allem bereit gewesen, mochte ich schwer gestraft, geschlagen und eingesperrt werden. Mochte er mich hungern lassen, mochte er mich verfluchen und verstoßen, wenn nur die Angst und Spannung ein Ende nahmen. Stattdessen lag ich nun da, hatte noch Liebe und Pflege genossen, war freundlich geschont und für meine Unarten nicht zur Rechenschaft gezogen worden und konnte aufs Neue warten und bangen. Sie hat mir die zerrissenen Kleider, das lange Fortbleiben, das versäumte Abendessen vergeben, weil ich müde war und blutete und ihnen leid tat. Vor allem aber, weil sie das andere nicht ahnten, weil sie nur von meinen Unarten und nichts von meinem Verbrechen wussten. Am Morgen war Sonntag, und noch im Bett empfand ich, wie den Geschmack einer Frucht, das eigentümliche, sonderbar gemischte, im Ganzen aber so köstliche Sonntagsgefühl, wie ich es seit meiner Schulzeit kannte. Der Sonntagmorgen war eine gute Sache. Ausschlafen, keine Schule, Aussicht auf ein gutes Mittagessen, kein Geruch nach Lehrer und Tinte, eine Menge freie Zeit. Dies war die Hauptsache. Schwächer nur klangen andere, fremdere, fadere Töne hinein. Kirchgang oder Sonntagsschule, Familienspaziergang, Sorge um die schönen Kleider. Beim Frühstück waren wir alle vergnügt. Es wurde mir die Wahl zwischen Kirche und Sonntagsschule gelassen. Ich zog wie immer die Kirche vor. Dort wurde man wenigstens in Ruhe gelassen und konnte seine Gedanken laufen lassen. War der hohe feierliche Raum mit den bunten Fenstern oft schön und ehrwürdig. Und wenn man mit eingekniffenen Augen durch das lange dämmernde Schiff gegen die Orgel sah, dann gab es manchmal wundervolle Bilder. Die aus dem Finstern ragenden Orgelpfeifen erschienen oft wie eine strahlende Stadt mit 100 Türmen. So viel klang von gestern Abend noch in mir nach, dass ich gute und redliche Vorsätze hatte und gesonnen war, mich mit Gott, Eltern und Welt freundlich und gefügig zu vertragen. Auch mein Zorn gegen Oskar Weber war ganz und gar verflogen. Wenn er gekommen wäre, ich hätte ihn aufs Beste aufgenommen.
Da stand mein Vater. Er war blass und sah gequält aus. Der Gruß blieb mir im Halse stecken. Ich sah, er wusste. Er war da. Das Gericht begann. Nichts war gut geworden, nichts abgebüßt, nichts vergessen. Aus allen Himmeln gerissen starrte ich dem Vater entgegen. Ich hasste ihn. Warum war er nicht gestern gekommen? Jetzt war ich auf nichts vorbereitet, hatte nichts bereit, nicht einmal Reue und Schuldgefühl. Woher hast du diese Feigen? Ich begann sofort zu reden, zu lügen. Ich erzählte, dass ich die Feigen bei einem Konditor gekauft hätte. Es sei ein ganzer Kranz gewesen. Das Geld kam aus einer Sparkasse, die ich gemeinsam mit einem Freunde hatte. Da hatten wir beide alles kleine Geld hineingetan, das wir je und je bekamen. Mein Vater hörte zu mit einem stillen, beherrschten Gesicht, dem ich nichts glaubte. Wie viel haben denn die Feigen gekostet? 1,60 Mark. Und wo hast du sie gekauft? Beim Konditor. Bei welchem? Bei Hager. Ich redete wieder rasch. Ja, natürlich war es wahr. Und mein Freund Weber war im Laden gewesen. Ich hatte ihn nur begleitet. Das Geld hatte hauptsächlich ihm, dem Weber, gehört. Von mir war nur wenig dabei. Komm. Wir wollen miteinander zum Konditor Hager gehen. Er wird ja wissen, ob es wahr ist. Wir waren ganz nahe bei Hagers Haus. Ich hatte in diesen paar Minuten einige hundertmal die Szene vorauserlebt, die mich dort erwartete. Nun waren wir da. Nun kam es. Aber es war mir unmöglich, das auszuhalten. Nun, was ist? Ich gehe nicht hinein. Hast du die Feigen nicht bei Hager gekauft? Ach so. Dann können wir wieder nach Hause gehen. Ich möchte nur wissen, wozu diese Komödie dienen soll. Kannst du mir das nicht sagen? Ich wusste ja gleich, dass deine ganze hübsche Geschichte erlogen war. Also wozu diese Faxen? Du hältst mich doch nicht im Ernst für so dumm, dass ich sie dir glauben würde. Ich biss weiter auf meine Zähne und schluckte. Wenn er doch aufhören wollte. Als ob ich selber gewusst hätte, warum ich ihm diese Geschichte vorlog. Als ob ich selber gewusst hätte, warum ich nicht mein Verbrechen gestehen und um Verzeihung bitten konnte. Als ob ich auch nur gewusst hätte, warum ich diese unseligen Feigen stahl. Hatte ich das denn gewollt? Hatte ich es denn mit Überlegung und Wissen und aus Gründen getan? Tat es mir denn nicht leid? Litt ich denn nicht mehr darunter als er? Es war so. Ich hatte gestohlen, weil ich trostbedürftig in Vaters Zimmer gekommen war und es zu meiner Enttäuschung leer gefunden hatte. Ich hatte nicht stehlen wollen. Ich hatte, als der Vater nicht da war, nur spionieren wollen. Mich unter seinen Sachen umsehen, seine Geheimnisse belauschen. Etwas über ihn erfahren. So war es. Dann lagen Feigen da und ich stahl. Und sofort bereute ich. Und den ganzen Tag gestern hatte ich Qual und Verzweiflung gelitten, hatte zu sterben gewünscht. Hatte mich verurteilt. Hatte neue, gute Vorsätze gefasst. Heute aber? Ja, heute war es nun anders. Ich hatte diese Reue und all das nun ausgekostet. Ich war jetzt nüchterner. Und ich spürte unerklärliche, aber riesenstarke Widerstände gegen den Vater und gegen alles, was er von mir erwartete und verlangte. Hätte ich ihm das sagen können, so hätte er mich verstanden. Aber auch Kinder, so sehr sie den Großen an Klugheit überlegen sind, stehen einsam und ratlos vor dem Schicksal. Also hast du die Feigen gestohlen. Ob es mir leid tue? Wie konnte er, der große, kluge Mann, so unsinnig fragen? Als ob es mir etwa nicht leid getan hätte. Als ob er nicht hätte sehen können, wie mir das Ganze wehtat und das Herz umdrehte. Als ob es mir möglich gewesen wäre, mich etwa gar noch meiner Tat und der elenden Feigen zu freuen.
Vielleicht zum ersten Mal in meinem kindlichen Leben empfand ich fast bis zur Schwelle der Einsicht und des Bewusstwerdens, wie namenlos zwei Verwandte gegeneinander wohlgesinnte Menschen sich missverstehen und quälen und martern können. Und wie dann alles Reden, alles klug sein wollen, alle Vernunft bloß noch Gift hinzugießt, bloß neue Qualen, neue Stiche, neue Irrtümer schafft. Wie war das möglich? Aber es war möglich. Es geschah. Es war unsinnig. Es war toll. Es war zum Lachen und zum Verzweifeln. Aber es war so. Genug nun von dieser Geschichte. Es endete damit, dass ich über den Sonntagnachmittag in der Dachkammer eingesperrt wurde. Einen Teil ihrer Schrecken verlor die harte Strafe durch Umstände, welche freilich mein Geheimnis waren. In der dunklen, unbenutzten Bodenkammer stand nämlich tief verstaubt eine Kiste halb voll mit alten Büchern, von denen einige keineswegs für Kinder bestimmt waren. Das Licht zum Lesen gewann ich durch das Beiseiteschieben eines Dachziegels. Am Abend dieses traurigen Sonntags gelang es meinem Vater kurz vor Schlafengehen, mich noch zu einem kurzen Gespräch zu bringen, das uns versöhnte. Als ich im Bette lag, hatte ich die Gewissheit, dass er mir ganz und vollkommen verziehen habe. Vollkommener als ich ihm.